Herzlich willkommen, 19.30 Uhr in Hamburg bei nicht zu warm, richtig schön sonnig. Genau das Richtige für unsere nächste Adobe-Fotonacht mit dem Motto Summer and You. Und wir starten jetzt für euch. Die inzwischen sechste Adobe-Fotonacht. Wir mussten selber nochmal nachzählen. Anfangs hieß es Lightroom-Nacht, dann hieß es die lange Nacht des Foto-Abo. Dann haben wir gemerkt, dass das grammatikalisch falsch ist. Haben wir die lange Nacht des Foto-Abos gemacht danach. Und dann haben wir es im Winter umbenannt in die Adobe-Fotonacht. Lässt sich auch leichter aussprechen für mich, außerdem haben wir dann das mit dem Genitiv nicht mehr so ganz so schlimm. Herzlich willkommen hier aus den Design Offices aus Hamburg. Kommt mir so vor, als wäre ich gerade gestern hier gewesen. Mehr oder minder ist das ja richtig. Die Adobe Stocknacht hat hier in der gleichen Location im Juni oder Juli, ich weiß es gar nicht mehr, stattgefunden. Und da war ich ein bisschen neidisch und habe gesagt, ich möchte auch wieder eine Adobe Fotonacht machen. Und mein Kollege hat Gott sei Dank gesagt, ja, mach doch. Wie wäre es mit Ende August? Dementsprechend haben wir die letzten zwei Monate damit zugebracht, spannende und interessante Gäste zu finden. Und wir haben, glaube ich, ein richtig tolles Programm für euch zusammengestellt. Mir gefällt es sehr gut. Ich freue mich sehr auf den Abend. Ihr hoffentlich auch. Wir wollen euch heute mal ein bisschen anderes Programm geben. Bis jetzt hatten wir sehr viel immer Tipps, Tutorials und haben die Produkte einmal durchgenommen. Das ist zwar schön, aber vielleicht irgendwie auch nicht so, was euch inspiriert, morgen rauszugehen und zu fotografieren. Und genau darum geht es heute. Fuel for the Mind, würde mein Kollege Matthias sagen. Entsprechend, ihr sollt Spaß am Fotografieren und an der Bildbearbeitung haben. Und das versuchen wir euch heute zu vermitteln.